Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Heute stelle ich euch mal zwei Angriffsstrategien zum Pokepushen vor. Die erste wäre Go Wipe, die kennen bestimmt einige aus dem Clankrieg auch. Und die andere ist Lunien hier mit Loons und Minions. Da können wir später auch noch einen Live-Angriff machen. Und hier ist erstmal der Go Wipe-Angriff. Den hat der King Marcel aus meinem Clan gemacht. Er und ich machen gerade so eine kleine Pokéjagd, so wie unser Ziel ist, so Clash of, nicht Clash of Clans, unser Ziel ist, so Champion zu kommen. Ja, da fangt auch schon an, hier die Golems ziehen auch in die Mitte, wie immer eigentlich hier die Packers, zwei Loons noch da, jetzt gar keiner mehr da, so der Jump ist auch noch aktiv, jetzt springt Pekka und der König in die Mitte. Ein Pekka läuft leider nach außen, aber das ist auch manchmal gut, dann kann er noch so ein paar Prozente draußen holen. Hier hat er jetzt auch den zweiten Jump gesetzt. Hier den König hat er gezündet. Hier springen jetzt ein paar Tesla raus. Hier König, Pekka ziehen in die Mitte. Droppt auch schon wieder den nächsten Wutzauber. Hat auch den ersten Stern schon geholt beim Rathaus. Außen arbeitet immer noch der Pekka und hier links zwei Magier. Was schlecht war, dass hier die zwei Golems da, dass die nicht mit dem Jump in die Mitte gesprungen sind, sondern versuchen durch die Mauer durchzukommen. Da ist jetzt der König auch schon down, jetzt zündet die Queen. Ja, hier sind auch schon zwei Sterne mittlerweile. Hier hinten setzt jetzt noch einen Bogenschützen. Hier zwei Golems noch am Leben. Queen arbeitet hier auch noch. Gleich die Mauer down. Aber der Queen, da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die neigt immer dazu, nach außen zum Laufen. Aber jetzt bei dem Angriff ist sie zum Glück in die Mitte gelaufen. Und das ist ja dann viel besser, weil die kann dann in der Mitte so sehr viel wegholen. Da ist jetzt die Queen auch gleich down. So, das war's jetzt schon mal zum Go-Wipe-Angriff. Es war auch ein sehr schöner Angriff, hat auch 3000 Dunkles gekriegt, 17 Pokale und hier ein bisschen goldene Elixier. Hier 3 Golems, 13 Magier, 3 Packer, Helden, 3 Bogenschützen, 2 Jump-Zauber, ein Frostzauber und ein Wutzauber. Ja, also das ist, wie gesagt, die Taktik kann man im Clankrieg, aber auch in der Pokéjagd hernehmen, weil es ist eine gute 2-Sterne-Taktik, aber vielleicht sogar mal 3. Jetzt kommen wir mal zu Lunien. Da habe ich hier 30 Loons und 35 Minions, also Lakaien. Und als Zauber habe ich hier dabei. Als Zauber habe ich hier 4 Wutzauber. Man kann aber auch 2 Heilzauber, 2 Wutzauber, je nachdem, wie man lustig ist. Ja, jetzt können wir doch gleich mal einen Live-Angriff machen. Klammgetruppen haben wir keine. Ja, braucht man die auch nicht. Helden sind auch am Start. Ja, dann machen wir doch gleich mal einen Live-Angriff. Und wie gesagt, wir versuchen jetzt so einen Champion hochzukommen, der Marcel und ich. Ja, dann machen wir jetzt hier mal, bis wir den Gegner gefunden haben, so einen kleinen Cut. Dann bis gleich. So, da haben wir auch schon den Gegner in Tunnel 8. Den werden wir jetzt versuchen, mal auf 100% zu machen. So, den werden wir von oben herein angreifen. Jetzt versuchen wir erstmal, ob die Klammbock zu locken. Gut, er hat keine. Ne, den machen wir jetzt einfach hier so von rechts. Machen wir die schwarze Wand. Hier den ersten Wut drauf. So, die Minions halten wir jetzt noch auf für später dann. Dass die dann aufräumen können. Hier gleich den nächsten drauf. Hinten die Loons. Ne, das bringt jetzt da nichts mehr. Die sind jetzt gleich down. So. Hier nochmal einen.
Nein, der Luftfeger ist noch da. Weil ich hasse diese Dinge. Weil die pusten die Luftballone oder die Loons so weit nach hinten. Ach komm, haben wir den letzten auch noch drauf. Komm, den brauchen wir doch eh nicht mehr. So, jetzt können wir auch schon mal anfangen, hier die Minions zu setzen. Mr. lebt jetzt noch einen Bogenschützenturm, aber ist jetzt nicht so schlimm. Hier, jetzt setzen wir noch die ganzen Minions hinterher, um da alles aufzuräumen. Und wie hier und hier die Helden. Mit die dann hier. Nein, der ist auch noch eine Luftabwehr. Ja. Könnte aber trotzdem 100% werden, das wird schon noch. So, hier der Bogenschützenturm ist jetzt auch down. Die Luftabwehr, die macht mir halt noch ein bisschen zu denken. Sind wir mal Barbarenkönig. 16 Stunden. Schild aktiviert. Ah, alles klar. So, die blöde Luftabwehr, die versaut mir alles. Zünden wir mal die Queen, weil die kann eh nicht mal angegriffen werden. So. Tralala. So, 97%. Geht der König noch aufs Rathaus. So. Rathaus auch gleich down. Jawohl. 100% auf dem Rathausachter. Okay, für mich ist es jetzt nicht so schwer, aber ja, wieso sollen wir den nicht angreifen? Das sind sichere Pokale für mich. Ja, hier 70.000 Bonus noch. Seit dem Update kriegt man ja nicht, auch seitdem man seit dem Update kriegt man ja nicht bei 50% schon den ganzen Bonus, sondern nur wenn man 100% hat. Man kriegt dann immer nur so einen kleinen Teil davon. Da 70, ab 70% kriegt man dann den ganzen Bonus, also 100%. Und ja, das waren jetzt hier die zwei Angriffstaktiken. Und falls noch jemand hier in meinen Clan, also unseren Clan, kommen will, ja, der ist ab Level 75, hier, der heißt No Chocolate, das ist der zweite Clan von No Name. Hier, das auf 0 Pokale, das jeder anfragen kann. Also ganz wichtig ist ab Level 75 und vielleicht so ein bisschen Kriegserfahrung noch dabei und vielleicht sogar eine, der wo noch eine Pokéjagd mitmachen will, also die ist ganz freiwillig. Und jetzt zeige ich jetzt euch mal den ersten Clan, also den Hauptclan hier, das ist der ist ab Rathaus 8. Ja, in dem war ich als erstes drin, der ist eigentlich auch ganz cool. Ja, danke fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.